Hallo bei Stilgut, ihr habt eines der neuen MacBook Pros und fragt euch, wie ihr damit professionell arbeiten könnt, denn ihr habt nur USB Type-C Anschlüsse, also diese neuen Anschlüsse, der neue Standard, und ihr habt noch einen alten Stick und eine SD-Karte und möchtet diese trotzdem verwenden, dann fragt ihr euch sicherlich, wie kann man das machen? Und das kann man durch solche Adapter hier, ganz einfache Adapter, und zwar hat Stilgut letztens zwei neue vorgestellt. Diese zwei hier, beziehungsweise das sind eigentlich die gleichen, nur man kann sie halt anpassen, wenn man zum Beispiel das neue Space-graue Modell, also die graue Variante vom MacBook hat, kann man sich diesen Adapter in der gleichen Farbe vom MacBook holen, genauso wie ich ihn hier habe und wie ich auch mein MacBook Pro da hinten habe, also in dieses Space-Gray. Und wer dann auch noch das MacBook Pro in Silber hat, der kann sich dieses kaufen, also dieses in Silber. Es sind wirklich schlicht gehaltene, sie sind sehr gut verarbeitet, das meiste ist aus Aluminium gefertigt und man hat kein Kabel, was richtig genial ist, muss ich sagen, denn man klippt es einfach ans MacBook und hat dann die ganzen Anschlüsse, also wie bei einem ganz normalen Computer mit Anschlüsse. Und was hat man denn hier für Anschlüsse? Also zum einen hat man zweimal ganz normales USB, also man kann da einen USB-Stick oder sein Handy beim Handy Dateien rüberschieben, kann man durch diese zwei Anschlüsse auch gleichzeitig machen. Dann hat man noch einen Port, wo man eine SD-Karte reinschieben kann, kann ich euch jetzt mal hier zeigen. Und über diesen Port, über diesen ganz normalen SD-Kartenport hat man noch einen Micro-SD-Kartenport. Und vielleicht, wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass Drohnen oder Action-Cams meistens auf kleine SD-Karten, also diese Micro-SD-Karten, ihr Fotos bzw. Videos aufnehmen. Und normalerweise braucht man halt einen zusätzlichen Adapter, der die kleine SD-Karte zu einer größeren macht. Und wenn man halt von einer Drohne zum Beispiel das Footage rüberziehen will, dann braucht man hier keinen Adapter. Man kann das Footage von der ganz normalen Kamera, also die große SD-Karte, nehmen, hier reinschieben und drüber kann man dann noch das von der Drohne, also die kleine Micro-SD-Karte, reinschieben. Und wer das ganz normale MacBook hat, der weiß, dass er nicht wirklich professionell arbeiten kann, wenn er zwar auf das MacBook Dateien übertragen kann, aber wenn er keinen Strom hat, dann ist das natürlich auch blöd. Und mit diesem Adapter hier von Stilgut hat man das Problem gelöst. Man kann diese Anschlüsse nutzen, aber man kann das MacBook auch aufladen, was richtig cool ist, wenn man mal in einer Situation ist, wo man sehr wenig Akku hat. Ich kann es euch nur ans Herz legen, also schaut sie euch mal an. Der Link zu diesen zwei Produkten, zu diesen Adaptern hier, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, euch werden sie auch Spaß machen, diese im Alltag nutzen zu können. Bis dahin, ciao!